Leute, willkommen zum Unboxing HK Xbox Android TV Box in blauer Schachtel, 8K Movie, H265 HEVC, Spiele spielen, Musik hören, 5G WLAN. An den Seiten steht hier nichts drauf und wir haben 4 GB RAM, 32 GB ROM. Und öffnen unsere Box, unsere Verpackung. Kommen auch gleich mal zur Box. Die HK1-Box sieht so aus, oben bunt. An der Front ein Display mit Uhrzeit. Wir haben einen Stromanschluss, optisch HDMI. Das hier, weiß ich gar nicht, was das ist, da steht nichts. Auch ein AV-Anschluss oder sowas. LAN-Anschluss. USB. USB-Anschluss, USB-Anschluss und MicroSD. Und so sieht das Ganze aus. So, schauen wir mal, was noch drin ist. Wie immer einen deutschen Netzstecker. Einmal HDMI. Dann einmal deine Beschreibung. Und natürlich haben wir auch dementsprechend noch Fernbedienung dazu. Das wäre diese hier. Und die Box hat einen S905X3 Prozessor. Und wird jetzt mal angeschlossen. Die Box ist hochgefahren und wir sehen eine schöne, bunte, neue Oberfläche. Und ich merke schon beim Draufdrücken, die Box ist gut, also reagiert flüssig, kann man echt nicht sagen. Man merkt das schon, wenn die hochgefahren ist und ihr drückt die ersten zwei, dreimal drauf, merkt ihr schon, was los ist. Das ist einfach so. Ja, wir haben hier auf der Startseite YouTube, Play Store, KDNC, das ist ein Kodi Fork. Natürlich Play Store müsst ihr euch anmelden. Ich nehme an, das ist ein voller Play Store. Den muss ich euch nicht immer zeigen. Ihr könnt daraus alles installieren. Firefox, wir haben File-Browser. Das heißt, wenn ihr Sachen runtergeladen habt, wenn ihr einen USB-Stick dran habt mit Dateien drauf, Videos, Musik, Serien etc., könnt ihr von hier aus drauf zugreifen. Dann wird euch das dann hier angezeigt. Hier zeigt euch jetzt nur Local Disk. Ja, was habe ich hier liegen? Verbatim USB-Stick. Ihr schließt einen Verbatim USB-Stick an und dann steht da USB Verbatim oder der Gerätename eben. Oder aber ihr könnt hier auf Local Disk und dann auf Download, wenn ihr euch ein Musikstück runtergeladen habt, wenn ihr euch einen Film runtergeladen habt, dann könnt ihr hier drauf zugreifen. Dafür ist das gedacht. Wir haben Settings, Netzwerk, Internet. Hier könnt ihr Gerätename festlegen. Kann ich ja mal draufklicken.
HK1 Box S905 X3 oder Android TV oder Living Room, Family Room, Bedroom oder ja, ihr gebt hier selbst einen Namen ein, einfach draufklicken und dann könnt ihr hier einen Namen vergeben. Das ist ja euch überlassen. Wir haben Netzwerk Internet Accounts, die angemeldet sind oder aber welche anmelden. Wir haben Apps, die installiert sind, vor kurzem geöffnet wurden. Und dann haben wir hier Infos, Update, Device Name, Restart, Status, Netzwerk, Seriennummer, Legal Information, Third Party Licenses, Northbound, Google Legal. Was das ist, habe ich auch noch nie gesehen. Weiß nicht, wofür Ads, Werbung. Okay, naja. Android-Version 9, Security-Patch-Level von August 2018. Auch nicht schlecht. Okay, brauchen wir nicht draufklicken. Wir sind schon Entwickler. Wir haben Bluetooth, Datum, Uhrzeit. Wir haben Sprache. Können wir natürlich auf Deutsch stellen. So, Info, Bluetooth, Datum, Uhrzeit, Sprache, Ton, Speicher, Device Memory, 4096 MB RAM und 32 GB ROM. Bildschirmschoner, dann haben wir hier die Entwickleroptionen, die ihr auch einstellen, anschalten könnt, falls sie nicht angeschaltet sind, indem ihr 7-mal auf die Bildnummer klickt, was ich eben ja machen wollte, aber die waren schon an. Und dann habt ihr hier, Entwicklereinstellungen, Standort, Sicherheit, Einschränkungen, Bedienungshilfen, zurücksetzen, System aktualisieren. Und dann haben wir hier die Apps, die installiert sind. Prime Video, Wallpaper, Tubi, Super User, Netflix, Nova Video Player. Keine Filme. Ja, wahrscheinlich sucht er dann lokal nach Filmen. Und sortiert die nach Genre, nach Jahr, Folgen, nach Datum. Habe ich noch nie gesehen, diesen Dreher. Jetzt zum zweiten Mal, ja, aber vorher nicht. Unterstütze Nova. Naja. Okay. Disney Plus, App Installer, APK Pure. Hieraus könnt ihr ohne Anmeldung Apps installieren. Ja, das ist ein App Store oder Play Store, Third Party nennt man das, also von einem Drittanbieter. Er ist nicht von Google, er ist ja von sonst wo und ihr könnt hier euch reichlich an Apps bedienen. Es sind auch Apps vorhanden, die im Google Play Store nicht mehr vorhanden sind. Sind da meistens auch drin. Also, was heißt nicht vorhanden sind, die da rausgeschmissen werden, weil, ja, keine Ahnung. Wir haben TikTok, YouTube, Explore, das ist ein File Manager, der ist eigentlich super. Also, ich mag den ganz gerne. Und, ja, das war's eigentlich. Also, die Box kann ich definitiv empfehlen, sie reagiert. Ihr seht das, reagiert schnell. Da gibt es kein Meckern. Wir können den Hintergrund auch noch ändern. Nehmen wir mal den. Speicher da ab. Und dann sieht das Ganze so aus.
auch mal eine schöne Idee. Ihr könnt da wahrscheinlich auch selbst, was heißt wahrscheinlich, ihr könnt auch selbst Bilder hinterlegen, gehe ich mal von aus. Oder wir machen das so. Ist mal was anderes. Finde ich gut. Also, achso, ihr habt vorne auf der Box, ja, zur Linken eine kleine blaue LED. Daneben haben wir in Blau die Uhrzeit. Ja, nur dass ihr das auch wisst. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Auch gerne, sehr gerne ein Abo. Und wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao.